Hallo und herzlich willkommen zu Far Cry 4, meinem Let's Play auf dem Kanal The Nerd Way of Life. Wir sind jetzt auf Entdeckungstour im mittlerweile 25. Teil und wir haben halt festgestellt, dass wir ein bisschen zu schlecht ausgerüstet sind. Unsere Skills sind noch nicht gut genug. Also einmal die Skills, die man halt leveln kann, und meine eigenen Skills sind halt auch irgendwie schlechter geworden, habe ich das Gefühl. Und deswegen machen wir uns halt auf den Weg nach weiteren Objekten. Also alles, was ein Fragezeichen hat, das grasen wir mal ab und hoffen, dass wir da etwas Nützliches entdecken können. Wir können auch das eine oder andere Dorf befreien. Und. So, hier soll es irgendwas geben, aber ich sehe hier nichts. Es kann sich dann ja eigentlich nur noch um eine Höhle handeln. Es muss dann natürlich auch irgendwo einen Eingang zu dieser Höhle geben. Runter mit dir! Au. Ach ja. Man kommt hier einfach nicht raus aus dem Karma. Oh. Das haben wir auch mal alleine geregelt bekommen. Tja, dann gucken wir mal. Na? Das sind Schildkröten. Haben sie auch noch nicht gesehen. Na? Falsche Taste. Ich dachte, das geht vielleicht auch. So. Hier gibt es irgendwo einen Höhleneingang. Hier ist eine Tigerstatue. Oh, hier muss man sogar tauchen. Mysteriös, mysteriös. Na, die Luft noch reicht. Hier soll es auch irgendwo noch so eine Kiste geben oder irgendwas ähnliches. Wo ist sie denn? Ach da. Und ab damit. Ah, fast voll ist ja noch nicht voll, ne? Ein Skelett und ein paar Pfeile noch. Pfeile habe ich aber wohl genug. So, jetzt muss ich nur noch den Weg rausfinden. Schätze ich mal. Da ist die Kiste.
Das war wohl eher der Weg wieder rein. Ah, super. Ja, irgendwie müssen wir den Weg wieder rausfinden. Der Weg nach oben. Irgendwie sehe ich hier gar nichts. Ist ja echt. Ich bin jetzt hier reingekommen. Oh Mann, mir bleibt auch nichts erspart. Das sieht gut aus. Oh, endlich wieder frei. Meine Herren. Äffchen brauchen wir nicht, ne? Mal gucken, was die Herstellung angeht. Da brauchen wir Honigdachsfell hier noch nicht gesehen. Panzernashorn. Das wird wohl erst ein bisschen dauern. Für Beutetasche brauchen wir Schweinehaut. Schabrackenpirschfell für Spritzentaschen. Habe ich mal welche mit zur Ehe? Doch, da. Ne, was ist das hier? Nebelpaarfell, ja, die ist da, brauche ich. Das wird lustig. Und dann hier Königstierfell. Panzernashornhaut. Das wird auch lustig. Für die Sprengtasche. Scheiße! Was denn du? Nein! Oh! Komm her, ich tu dir nichts. Wo ist er? Hei. Das wird witzig. Ich glaube, ich muss 3 von den Viechern umbringen, damit ich so eine Sprengstofftasche haben kann, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Herstellung. Ne, einen noch. Eieiei, das wird ein Kampf, Alter. Oh Mann. Die müssen mich nur einmal anniesen, dann bin ich schon fast tot. Das Jagdgebiet, also das ist ja hier Zufall gewesen, schätze ich mal, dass hier Nashörner waren. Oder? Nö. Schon ganz gut so. Oh Scheiße! Auch nochmal nachladen.
Na, kann einer von euch diesen Mist Nashorn sehen? Der Insel scheint auch was zu holen zu sein. Ist das da eins? Das ist ein Felsen. Ja. So, diese Affen brauche ich auch. Die waren auch für irgendwas gut. Da brauchte ich noch eins davon. Dann könnte ich noch das andere, ich weiß nicht, was es genau war. Beuteltasche oder so. Irgendwas Nützliches. Das Gebiet ist sauber. Sieht fast so aus, als hätte er recht. Lange keinen Nashorn mehr gesehen. Hallo, hallo! Bist du neu hier? Hier oben war doch irgendwo ein Nashorn. Ne, nichts zu machen. Müssen wir noch ein bisschen weiter reisen. Da gibt es noch Nashörner. War es auch schon wieder ein bisschen weiter weg, aber naja, was soll's. Vielleicht begegnen uns ja noch ein paar andere Tiere unterwegs. Na, na. Keine Dummheiten, ne? Irgendwo war da ein Fahrzeug. Das würde ich... Das ist Nasser. Wo ist er? Wo ist er? Der Wäscher. Ein Tag stirbt! Oh Mann, Mann, der Baum ist mein Freund! Wahnsinn, das war... Ich will ja nicht erwähnen, noch extra. Ich will ja nicht noch extra erwähnen, dass diese Scheißgranate direkt unter seinem Arsch hochgegangen ist. Ich will das ja nicht noch extra erwähnen, aber dass die Scheißgranate ist direkt unter seinem Arsch hochgegangen und ich musste trotzdem noch ein ganzes Magazin da reinballern. Jetzt soll ich da 3 Schneeleopardenfälle. Die haben so noch nicht mehr alle. Ich komme ja mit den normalen komme ich ja schon nicht mehr klar. Was haben wir denn? Immer Yaks? Hat einer von euch schon mal Yaks gesehen? So, und irgendwo, irgendwas war noch hier diese Schimpansengut, oder? Habe ich mich da geirrt?
Oh, anscheinend habe ich mich da geirrt. Dafür brauche ich so ein Hausschwein. Aber ob ich das kriege, das werden wir dann in der nächsten Folge sehen. Bis dahin, downt mich, wenn ihr ein Zeichen sehen wollt. Setzt ein Volt oder kommentiert mich, wenn ihr was zu sagen habt. Oder abonniert diesen Kanal, den Nerdam Way of Life. Wenn ihr es verpassen wollt, bis dahin wünsche ich euch viel Spaß noch. Euer Digi-Held. Tschüss.